macht die 22 Sinn, dann kannst du mit einem Zug auf das Feld, wo sie vorher war. Okay, dann fahre ich mal zur 22 auf gut Glück. Ja, vielleicht was willst ist sie du ja sonst dann da machen? Irgendwo. Werden wir gleich sehen. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt mit dem Drecker in die Jauchegrube fahre, ziehe ich mal auf die 67. Ja, das ist gar nicht schlecht. Du näherst dich uns an. Ja, weil vor allem ist es gar nicht schlecht, weil wenn sie jetzt, du hast da noch eins, ne? Ja. Wenn sie jetzt irgendwo nach da in die Richtung ist, kommst du dahin mit da. Wenn sie in die Richtung ab ist, kannst du nach da und nach da unten kommst du auch, aber da wird sie nicht sein. Also wir werden es ja jetzt sehen. Sie muss ja jetzt sagen, wo sie steht. Ach, vielleicht bitte. Ist sie wirklich hier unten durch. Mistress X, auf 20 habe ich dich gesehen. Erzähl uns, wo du hin bist. Ja, ich hatte noch eine Frage. Nur mal so, jetzt gerne. Angenommen, hier würde jemand auf der 12 zum Beispiel stehen und ich fahre mit dem Bus von der 3 zu 23. Bin passiert dir nichts. Nein. Okay, dann fährst du vorbei und kannst rauswinken. Muss genau auf dem, genau, dann muss genau auf dem Feld sitzen. Okay, ich muss aber ja erst noch jetzt einen Zug machen, bevor ich. Du musst jetzt erst noch einen Zug machen und bevor ich mich oute. Zeigen, ja. Den muss ich mir also jetzt stehst du auf der 23. Ah, ist das da? Moment. Das? Da kannst du nur Taxi fahren. Okay, alles klar, also auf der Seite. Ja. Okay. Hier die blaue Hand. Was ist, wenn ich jetzt das Doppelticket nehme? Kannst du machen, dann zeigst du uns, wo du jetzt hinfährst und dann fährst du einmal weiter. Dann fahr ich einmal weiter, okay. Ja. Das ist gut zu wissen. Das ist ein gern genommener Zug. Ja. Das glaube ich. Das Problem ist, dass man nicht genug Doppeltickets hat für die Anzahl, wie oft man sich zeigen muss. Ja. Aber ich sag's mal so, wenn sie bis 18 kommt, hat sie eigentlich gewonnen. Also ab 18 habe ich noch nie jemanden geschnappt. Also außer es war jemand wirklich ganz nah dran. Aber normalerweise ist bei 18 sind dann die Tickets so ausgedünnt, dass du da nicht mehr hinkommst. Verdammt, was tue ich? Gerade die Taxitickets sind dann meistens so wenige nur noch, dass es dann vorbei ist. Ich habe Panik in der Stimme gehört. Ja, so ein bisschen. Ich gar nicht. Okay, ich kann nur ein Taxi nehmen. Ja. Dann erzähl uns doch erstmal, wie du gefahren bist. Jetzt kommt. Tiere ist gerade. Lese ich es euch wieder vor? Ja, lese vor, ich setze dich gerne. Auf der 20? Ja, da waren wir. Hab einen Doppelzug gemacht mit zweimal Taxi auf die 10. Also über die 2 auf die 10. Ah ja, okay. Von der 10 mit dem Taxi wieder auf die 21. Von der 21 auf die 33, während gleichzeitig hier der Orangene stand. Oh, scheiße, wäre ich hochgefahren. Ich hab's noch überlegt. Wäre ich hochgefahren, hätten wir dich. Jetzt scheiße. Die 20 und die 9. Okay. Und die 9. 20. Und dann auf die 9. Ich glaube, das könnten wir doch noch packen. Also du stehst jetzt gerade auf der 9. Ja. Ich glaube, das könnte klappen. Lass mich mal kurz überlegen. Dann gehe ich mal zum Garten, würde ich sagen, oder? Hier so ja, definitiv. Aber warte, erstmal bin ich dran. Züge machen? Ja, habe ich jetzt aber nicht. Also okay. Nö, das möchte sie sich aufheben, weil wenn sie jetzt einen Zug macht, kommt sie eigentlich nur dahin, wo wir sie noch schneller kriegen. Also hier bleibt bloß ein Zug. Warte, lass mich erst. Ich gehe erstmal auf die 46 wieder. Juhu! So, dann fährst du nämlich nicht auf die 8. Wo soll ich denn sonst hin? Ja, das gucke ich gleich, weil auf die 8 musst du nicht, weil da fahre ich gleich wahrscheinlich lang. Kannst du nicht? Ich will nicht zu viel sagen. Hör mir einfach zu. Ich habe bloß 3 Felder, wo ich hin kann. Ich weiß. Lass mich mal kurz überlegen. Könnt wieder auf die 79, um nach hinten vielleicht so ein bisschen. Ja, doch, du fährst auf die 8, du hast recht. Ja, ja. Das ist die einzige logische Variante, weil sonst bewege ich mich. Es ist schade, dass du nicht auf die 19 kannst. Ja. Okay, dann Ossel hat schon. Nee, Aluf, hast du auch? Ja, ich habe. Alles klar, dann Ossel jetzt, ja. Die 79 würde ich dann einfach mal machen, so als Backup. Ist dein letztes, nee, ist dein vorletztes, da kannst du es machen, ja. Jupp, oh, hoppala, das eine wäre fast weggeflogen. Und dann ist Saya dran. Ja. Ich weiß jetzt, was kommt. Mrs. X zieht 2 Pistolen und erschießt die ganze Nein, das ist nicht vorgesehen. Oh, Mann. Wir sind ja auch englische Polizisten, das heißt, wir haben gar keine Waffen. Doch, Trillerpfeifen. Genau. Sehr, sehr erfolgreich gegen Ohren. Vielleicht haben wir Kampfhunde dabei. Können wir ein paar Ohren angreifen? Und Mobs oder sowas. Spiele dann den Doppelzug. Die Zweifach, ist klar.
Ist klar. Muss ein Taxi nehmen erstmal? Selbstverständlich. Wir wissen ja gar nicht wieso. Ja doch, weil da geht es. Von da aus kann ich nur ein Taxi nehmen. Sie ist auf der 19. Ja. Warte, pst. Und dann nehme ich natürlich ein Black-Ticket. Das war auch klar. War auch klar. Okay. Sage ich. Es kann natürlich sein, dass sie hierhin ist, in einem Bus gerade auf die 58 runter. Das werde ich gleich abdecken. Ich werde die 1 abdecken. Ich glaube nicht, dass sie auf die 1 ist. Sie kann auch nicht auf der 1 stehen. Ja. Also es kann natürlich auch sein, dass sie 1-2 gemacht hat und jetzt will sie durch den Park weg. Es kann noch sein, dass sie hier darunter ist, auf die 32. Da fährst du aber gleich lang. Meine Vermutung ist auch, dass sie da steht. Die 2 wäre eine Möglichkeit, aber eine sehr schlechte. Wenn sie auf die 1 ist, ist sie mit dem Bus auf die 58. Was anderes macht dann das keinen Sinn. Das ist ja eine riesen Busstrecke. Ja, das ist die Größe, glaube ich, im Spiel. Dann kann ich sie jetzt aber platt machen. Aber deswegen glaube ich nicht, dass sie da sein wird, aber ich tue es trotzdem. Weil ich habe keine Taxi-Tickets mehr. Ich habe nicht mehr viele. So. Da war sie nicht. Schade, okay. Nein. Den Zug habe ich vorausgesehen. Das habe ich mir gedacht. Okay, wo könnte sie sonst sein? Ich sage, sie ist auf der 32. Ich glaube nicht, dass sie durch den Park gehen würde, aber es kann sein. Dann wäre sie jetzt irgendwo bei der 2 oder bei der 33. Es kann natürlich auch sein, dass sie bei der 33 ist, um gleich auf die 46 und dann mit der U-Bahn abzuhauen. Na gut, kann da aber auch sein. OSLP hin dann. Richtig, jetzt deswegen. Jetzt habt ihr mich verraten. Ja, aber sie wäre ja noch nicht drauf. Das wäre, also kommt jetzt da hin und dann kann sie im nächsten Zug dahin fahren zum Beispiel oder wieder zurück auf die 20. Ja gut, aber ich werde mal zum Park fahren. Ist, ja, auf jeden Fall. Upp. Ja. Und ich fahre zu 19. Viel Taxi habe ich nicht mehr. Ja. Nee, ich auch nicht. Das ist es ja. Ja, und dann ist Saya dran. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Ey. Los, die Schlinge zieht sich zu. Ja. vielleicht auch nicht. 45. Psst. Ich nehme ein Taxi, Überraschung. Ich habe noch nie einen Mr. X mit so viel Taxi unterwegs gesehen. Doch cool. Öfter mal was Neues. Ich überlege gerade, Die Deppen mit dem Quiz-Taxi vorbei, nehmen sie mit, kurz bevor wir da sind. Wenn sie hier stand, gibt es ja nur 3 Möglichkeiten, okay, wo sie hin können. Und die können wir alle abdecken. Die können wir jetzt alle abdecken, das sehen wir also gleich, ob sie wirklich hier ist. Das heißt, ich fahre mit dem Taxi hier hin, Schena dann gleich auf die 32 und Ossel auf die 33. Also ich fahre auf die 44, habe ich gesagt, mit Taxi. Ja. Also nur, falls sie halt von der 9 auf die 33 ist und jetzt sozusagen wieder zurückgegangen ist, ja. Dann würde, wenn Schena halt auf die 32 runterläuft, dann würden wir ihr wieder Raum öffnen. Das ist richtig, aber es kann halt, wenn sie da ist, kommen wir da jetzt mit einem Zug nicht hin. Die 3 Möglichkeiten. Scheidet die aus? Warte, sie stand hier, dann ist sie mit dem Taxi da und da gefahren. Ja, bei der 45 könnte sie auch sein. Nee, sie müsste sogar bei der. Nee, sie stand eben da. Es kann da, da und da. Deswegen fährt Schena auf die. Ach, die 45 kommen wir dann nicht hin. Doch, da könnte ich. Ja, aber gut. Ja, aber du fährst dahin, glaube ich, auf die 33. Also kannst du selber entscheiden. Ich würde aber eher sagen auf die 33, weil dann habt ihr beide sie im Park festgenagelt. Wenn sie im Park ist. Muss ich jetzt halt irgendwo. Und. Ja, du musst ziehen. Das kannst du dir quasi selber aussuchen, aber ich würde so machen, dass halt jetzt Ossel dann da auf die 33 geht und dann Aluf auf die 2, würde ich fast schon sagen. Ich glaube, ich würde auch Schena die 2 nehmen. Also ich glaube fast, also ich würde lieber auf die 45 gehen. Ja, dann geh auf die 45, auch, dann mach das, mach das. Eine Dingenslinie, eine Buslinie. Nee, auf 45 ist keine. Nee. Ach. Da ist keine. Da fährt eine durch, aber da ist kein grüner Nupsi oben. Ach, stimmt. Ah. Ja, wo fährst du hin? Aber jetzt hast du schon gesagt, dann bleib auch da. Ja, dann bleib ich dabei. Dann fahr ich lieber zu 9. Weil über 32 kann es ja nicht mehr sein. Nee, das stimmt. Dann fahr doch zu 9, ja.
Schade, das echte Leben hat keine Safe-States. Aber da können wir ja cheaten. Und dann ist wieder Mrs. X, nee. Ja. Sie kommt, aber es ist nicht. Jetzt wird's, jetzt wird's 19 kann sie nicht sein, da war ich, ja. Oh Mann. Ja, ich überlege gerade. Könnte auf der 1 sein. Ich denke, sie steht. Vielleicht sollte ich doch wieder zurückfahren auf die 46, hm. Verdammt, verdammt. Taxi, Taxi, Taxi. Ja, und bald ist auch wieder Showtime. Ja. Da vielleicht. 1, 2, da wäre sie weg, da wäre sie jetzt nicht so aufgeregt. Ich nehme Taxi. Bei der 11 kann sie auch nicht sein, da hätte sie durch mich durchgemusst. Ja, nee, das ist auch, da hinten ist sie nicht, die ist irgendwo hier. Ich muss nur gerade überlegen, wo sie sein könnte. 1, 2, oder war Schena in der Nähe. 3, 4, ich weiß es gerade nicht, aber sie ist irgendwo hier hinten. Na, irgendwo wir können ja durchaus davon ausgehen, dass sie letzte Runde nicht so mutig gewesen wäre, eine 50-50 Chance zu nehmen im Park. Nee, das heißt, sie wird jetzt nicht auf der 10 sein. Nein, denke ich. Obwohl... Nee, kann sie nicht, denn sonst hätte ich, also sonst wäre halt so eine 50-50 Chance eingegangen. Sie steht, so wie das klang, steht sie jetzt auf dem Feld, wo wir sie erwischen können. Ich habe bloß eine Möglichkeit, ich muss zu 1. Ja, und ich gehe zu 31. Weil ich habe bloß noch zwei, warte mal, ich muss Tickets gucken. Ansonsten komme ich an kein Feld mehr ran. Oh, fuck, ich habe noch ein Taxi-Ticket. Das heißt, ich muss... Ich kurz, ich bin mal ganz kurz AFK. Ja. Ich habe noch zwei Taxi-Tickets, also, aber 7 Bus... Ich muss auf dem Feld mit Bus. Ich muss ich auf auch. Die 58, so leid es mir tut. Ich habe wirklich, das ist jetzt mein letztes Ticket gewesen. Ich habe jetzt gar kein Taxi mehr. Ja, bist du sicher oder sollten wir auf... Ich kann nicht anders. Wenn ja. Dann stehe ich da. Dann kann ich gar nichts mehr machen. Mir geht's genauso. Also ich muss jetzt auch aufs, weil ich habe mal geguckt, es gab für mich keine andere Möglichkeit mehr, mit 2 Taxi-Tickets noch an eine Buslinie zu kommen. Oh, gibt's für mich deswegen auch nicht. Deswegen sage ich ja, das ist, wenn sie jetzt... 1, nicht erwischt 2, wird, dann... Risiko! Also nein, also ich bin leider raus, merke ich gerade. Ich habe nicht auf meine Tickets gehabt. Ach, du kannst gar nicht mehr. Oh, du hast noch 2. Aber dann müsste ich jetzt zurück auf die 34. Ja, dann musst du das machen. Das hilft ja nichts. Wir haben jetzt quasi verloren, aber ne, ich meine, wir können es ja probieren. Ja. Das gefällt mir nicht. Es muss uns ja nicht gefallen, wir müssen bloß gewinnen. Ja, aber ich glaube, das ja. Nee, das gewinnen wir nicht mehr. Ja, ich denke auch. Salia wäre auch wieder dran. Ich weiß nicht, ob sie schon wieder da ist. Ja, ich bin wieder da. Gut, dann ziehe sie und sage uns, wo sie steht. Mein Gott. Okay. Gut, mein Plan hat sich gerade erledigt. Also du warst auf der 9 und dann bist du wohin? Moment. Ich nehme nochmal ein Taxi und trage das kurz ein. Ah, ich habe gar keinen Platz mehr auf meinem Notizzettel. Okay, also ich stand auf der 9. Genau. Habe den Doppelzug gemacht, Taxi auf die 20. Okay. Und das Black-Ticket wieder mit dem Taxi zurück auf die 9. Alter, okay. Von der 9 mit dem Taxi auf die 1. Dann mit von der 1 mit dem Taxi auf die 8. Und jetzt von der 8 mit dem Taxi auf die 18. Ja, aber das kriegen wir, das kriegen wir. Ich fürchte. Mm-mm. Kriegen wir nicht. Wer kann denn jetzt noch Taxi fahren? Ich kann nur noch Taxi fahren. Und noch Bus bis da oben. Wo stehst du denn da? Ich hoffe, dass euch die Taxi-Tickets jetzt ausgegangen sind. Sind sie ja auch. Tiger, wie viele Taxis hast du noch? 1. Na, dann kannst du zumindest mit der auf der 8 sozusagen ihr den Weg abschneiden. Ja. So, Ozzel kann auch noch einmal Taxi fahren. Ja, ich muss eigentlich da runter auf die 44, ja. Und wie viel hast du, ja, Gianna? Ich hab gar keins mehr. Ich kann jetzt gar nichts machen gerade. Oh, ich hatte so viele gute Erlebnisse mit diesem Taxi. ich kann auf die 46 mit dem Bus.
und dann mit der U-Bahn auf die 1. Viel mehr kann ich nicht machen. Ja. Schäder, du hast auch schon? Ja. Na, dann fahre ich runter. Ein Mist. Kommt da nicht mehr raus. Dann bist du dran. Wenn du auch nicht mehr ziehen kannst, hast du auch verloren, aber du kannst noch ziehen auf jeden Fall. Du hast ja unsere ganzen Taxis. Richtig. Ja, richtig. Ja, benutze ich dann auch mal, ne? Da oder da. Das ist Käse. Ich nehme an, dass du hier. Das ist egal, das ist so frustrierend. Ja. Nee, ist es nicht. Doch. Doch ist es. Ja, du kannst nichts mehr machen, Shayna. Ja. Du bist tot. Und Ozzy also, nee, kann auch nichts machen. Außer Busfahren. Nee. Ja. Wie möchtest du leben, ha? Guck mal. Da ist nichts mit Busfahren. Nee, du kannst keinen Bus fahren, du bist auch raus. Du kannst auch nicht mehr bewegen. Ich hab da die blaue Linie gesehen und hab gedacht, oh ja, toll, das wird's jetzt. Ja, wir können nichts mehr machen, Sayat hat gewonnen, weil die rückt jetzt einfach mit dem Taxi hin und her und dann war's das. Richtig. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Okay, herzlichen Glückwunsch. Wo bist du denn hin? Bist du auf die 31 oder auf die 43? Auf die 43. Ja, okay. Ich bin Hellseher, im Dunkeln klappt's auch manchmal. Schön, das lief doch wie ein Traum quasi. Dann sortiere ich schon mal die Karten zurück. Ja, schön. Ulzi hat gemacht. Verloren. Das ist besser als wirklich... Werwölfe. Findest du? Ja, mit 3 Leuten Werwölfen war auch ein bisschen schwierig. Ja, gewonnen. War aber trotzdem ganz wichtig. Ja, das auch. Ja, auf jeden Fall. Schön, dann erstmal vielen Dank und ich weiß nicht, wie es ihr seht. Ich würde noch weitermachen, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen war das terminlich ein bisschen schwierig. Genau, ich habe leider keine Zeit mehr. Gut, schade. Alles klar. Schade. Aber dann treffen wenn wir uns der Rest noch möchte... Wieder. Genau, auf jeden Fall. Und wenn der Rest noch möchte, können wir ja dann trotzdem noch ein Ründchen weitermachen. Dann haben wir einen Detektiven weniger, aber das macht ja nichts. Ja, doch Double gerne. Feature. Ich würde eine Runde weiterspielen. Super. Alles klar. Dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. Macht's.